Hoch oben in den Tälern der Mystic Mountains lag die Stadt Evian. Ihr von allen Bewohnern geliebter Herrscher war Stratos, der Bezwinger der Lüfte. Es war eine friedliche Stadt, in der es niemals Probleme gegeben hatte. Doch das änderte sich an einem Abend im Spätsommer, als zwei finstere Gestalten unbemerkt durch das Stadttor eintraten. Skeletor und sein Leibwächter Trapjaw. Wir haben es geschafft, Trapjaw. Genau wie ich gesagt habe. Niemand hat uns bemerkt. Zu dieser Stunde bewachen diese Narren das Tor nicht. Dein Plan wird gelingen, Meister, nur... Was nur, Trapjaw? Verzeih mir, Meister, aber eigentlich weiß ich gar nicht, was für einen Plan du hast. Siehst du den Baum dort drüben? Oh ja, es ist der schönste Baum, den ich je gesehen habe. Aber seltsam, einige Äste tragen überhaupt keine Blätter. Einige Äste haben ganz frische, grüne Blätter. Andere haben große, ausgewachsene Blätter. Und die ganz oben haben gelb und rot verfärbte Blätter, so als ob schon Herbst wäre. Der Baum trägt Blätter aus allen vier Jahreszeiten. Es ist der Baum der sterbenden Zeit. Der Baum der sterbenden Zeit. Hat er eine besondere Bedeutung? Oh ja, darum geht es. Der Baum schützt Stratos, seine Frau Delora und seine beiden Kinder. Die Hölle möge sich für sie öffnen. Von mir aus. Ich kenne nur Stratos und ich habe nicht vergessen, dass er es war, der unseren Sieg über Castle Grayskull vereitelt hat. Ja, dieser Schuft hat Man at Arms alarmiert. Dafür soll er zahlen. Was hast du vor, Meister? Ich werde den magischen Schutz brechen, der über der Stadt liegt. Das ist gut. Aber wie willst du das erreichen? Ich habe gehört, dass niemand den königlichen Palast von Evian betreten kann, der Stratos und seiner Familie feindlich gesinnt ist. Das ist wahr. Aber das werden wir ändern. Wie denn, Skeletor? Wie? Indem ich einen Ast vom Baum der sterbenden Zeit abschlage. Siehst du? So. Hörst du, wie der Baum schreit? Es tut ihm weh. Es tut ihm weh. Skeletor, hast du gesehen? Ein Blitz aus heiterem Himmel. Und die Kirchenglocken läuten. Du hättest den Baum nicht verletzen dürfen. Was für ein Frevel. Ja, das trifft die Bewohner von Evian. Das schmerzt. Aber genau das will ich erreichen. Das ist meine Rache. Weg! Schnell weg! Ja, wir müssen verschwinden. Oder sie fallen in ihrer Wut über uns her. Die Leute kommen aus ihren Häusern. Komm, hier entlang. In dieser Gasse ist es dunkel. Sie dürfen uns nicht sehen. Hierher. Komm hierher, ins Dunkle. Siehst du, Trapjaw, es war ein Volltreffer. Stratos wird bereuen, sich jemals gegen mich gestellt zu haben. Komm, komm, schneller. Sonst sieht man uns noch. Wie geht es weiter, Meister? Das hast du doch gehört. Die Gnome werden unsichtbar aus den Bergen in die Stadt kommen. Und? Was werden sie tun? Was schon? Erst werden sie Stratos Frau Delora und seine beiden Kinder verschwinden lassen. Und dann stürzen sie die Stadt ins Chaos. Skeletor hat das Verbrechen begangen. Mit den Schurken! Weiter! Schnell weiter! Durch das Tor hinaus! Skeletor und sein finsterer Leibwächter Trapjaw entkamen in den Himmel. Die Dunkelheit verschluckte sie. Im Hof des Königspalastes von Eternis saß Prinz Adam in einem Sessel und betrachtete gedankenverloren die Bienen, die den Nektar aus den Blumen sogen. Teela, die Befehlshaberin der königlichen Leibwache, kam zu ihm. Unwillig runzelte sie die Stirn, als sie sah, dass er sich nicht mit Waffen, sondern mit Bienen und Blumen befasste. Adam, was machst du?
Tila, das siehst du doch. Ich beobachte die Bienen und die Blumen. Stell dir vor, ich habe entdeckt, dass die Bienen sich miteinander verständigen können. Adam, der Waffenmeister braucht Hilfe. Och, Tila. Man at Arms braucht die Hilfe eines Mannes, der sich für Waffen interessiert, aber du ich... Du Dummkopf hast nur Blumen und Bienen im Sinn. Ach, es ist hoffnungslos mit dir. Wo willst du hin, Tila? Geh noch nicht. Ich suche einen Mann. Du bist leider keiner und wirst auch nie einer sein. Ach, wo ist He-Man denn nur? Ja, wo ist He-Man denn nur? Die arme Tila weiß nicht, dass Adam und He-Man ein und dieselbe Person sind. Orko, wo kommst du denn her? Ich hab dich nicht gehört. Das konntest du auch nicht, Adam. Wie du weißt, fliege ich lautlos. Ah, das hat seine Vorteile. Willst du hören, was ich entdeckt habe, Orko? Die Bienen können sich miteinander verständigen. Sie haben... Das ist Zoa, der Adler der Giganten. Ich glaube, er kommt zu uns. Du willst es also nicht hören. Ja, wirklich. Zoa will zu uns. Der Adler der Giganten landete im Hof des Palastes. Und dann verwandelte er sich. Inmitten einer rötlichen Rauchwolke schien ein Totenschädel zu schweben. Zoa zeigte sich als das, was er wirklich war. Der Geist von Castle Grayskull. Ergreife das Zauberschwert, Prinz Adam. Der fliegende Freund ist bedroht. Denn der geweihte Baum der sterbenden Zeit ist geschändet worden. Hab ich mich verhört, Adam? Der fliegende Freund ist bedroht. Warum muss der Geist immer so schnell verschwinden? Warum erklärt er nicht ausführlicher? Der Geist meint Stratos. Wir müssen ihm helfen. Wir brechen sofort auf, Cringer. Nein, bitte lass mich in Ruhe. Ich will meine Ruhe haben. Ich will in der Sonne dösen und ich will... Du willst mit mir in die Berge ziehen, Cringer, und Stratos helfen. Nein, nein. Sieh her, das Zauberschwert. Nicht das Schwert. Bei der Macht von Grayskull, ich habe die Zauberkraft. Nachdem Prinz Adam die magischen Worte gesprochen hatte, verwandelte er sich in den furchtlosen Kämpfer He-Man. Und aus dem weinerlichen Cringer wurde der unerschrockene Kampftiger Battlecat. Die beiden eilten zu Man-at-Arms, um den Waffenmeister über die Gefahr zu unterrichten, die dem Freund in den Bergen drohte. Schon bald startete He-Man mit dem Road Ripper, um in die geheimnisvollen Berge zu fliegen, in denen die Stadt Avian lag. Der raketengetriebene Supersprinter sollte Battlecat, Orko und ihn rasch an den Ort der Gefahr bringen. Ihnen folgte Man-at-Arms, der Waffenmeister von Eternis, in dem schnellen Windrider. He-Man! Was ist denn mit dem Auto los? Ich weiß nicht, Orko. Wir müssen landen. Ich versuche es in dem Tal dort. Sieht nicht gut aus. Wir haben keine andere Wahl. Wir gehen im Segelflug nach unten. Es ist nicht mehr weit bis Avian. Aber mit dem Road Ripper schaffen wir das nicht mehr. Man-at-Arms folgt uns. Er muss uns helfen. Das wird er auch tun. Beame du dich lieber in Sicherheit, Orko. Die Landung könnte unangenehm werden. Ich bleibe bei dir. Festhalten! Das war wirklich unsanft, He-Man. Wir sind unten. Das allein zählt. Ja, du hast recht, Battlecat. Ich möchte jedoch wissen, warum der Motor versagt hat. Da ist Man-at-Arms. Er muss uns helfen. Natürlich, Orko. Sieh doch. Er fliegt einen Bogen und kommt zurück. Er hat auch Schwierigkeiten. Ja, tatsächlich. Er muss landen, ebenso wie wir. Ich spüre die Kraft eines Magiers. Nein, es ist die Kraft eines unsichtbaren Gnoms.
Eines Gnoms, Orko? Sagtest du eines Gnoms? Ja, das sagte ich. Komm, wir müssen zu Man-at-Arms. Ich glaube, Skeletor hat sich mit den unsichtbaren Gnomen verbündet. Wenn das wahr ist, dann ist dies seine Falle. Und dann wird er uns eine wilde Bestie auf den Hals schicken. Da ist Man-at-Arms. Waffenmeister, wie geht es dir? Sag schon, hast du es gut überstanden? Ja, ja, meine Knochen sind heil. Aber der Windrider ist nicht in Ordnung. Und das gefällt mir nicht. Unser Freund Orko behauptet, dass magische Kräfte im Spiel sind. Aber die sind natürlich nicht so stark wie meine. Ich werde den Windrider und den Roadripper wieder in Schwung bringen. Das ist ganz leicht für mich. Passt auf. O Orko aus dem Zauberland, reiche mir deine helfende Hand. Nein, warte, Orko. Warten. Ich soll warten. Worauf? Du kannst mich doch nicht mitten im Zauberspruch unterbrechen. Sowas kann gefährlich werden, sehr gefährlich. Was ist denn das für ein Gebrüll? Ich rieche Drachenblut. Da kommt ein Drache. Befürchtet habe, das ist Skeletors Bestie. Ein riesiges Tier. Es greift uns an. Lieber. Wir müssen es, Man-at-Arms. Battlecats, hilf mir! Der Drache speit Feuer! Es verbrennt uns! Das schaffen wir nicht! Er ist zu stark für uns! Diese Zähne! Diese fürchterlichen Zähne! Damit bringt er uns um! Oh, ich muss etwas tun! Meine Freunde, ihr schafft es nicht ohne mich! Kämpft, Freunde! Kämpft! Nein, nein, Eman, wir müssen fliehen! Er ist zu stark für uns! Oh, Orko aus dem Zauberland, reich mir deine helfende Hand! Den Drachen bezwinge ich ganz allein! Er leide unter seiner Zähne Pein! Drachenlos. Er weicht zurück. Er drückt seine Tatzen gegen die Zähne. Man-at-Arms, was hat das zu bedeuten? Warum fragst du mich nicht, Eman? Mich, Orko, den großen Zauberer vom Planeten Trolan. Orko, was hast du damit zu tun? Es war mein Zauber, Eman. Was hast du getan, Orko? Was? Ich habe ihm Zahnschmerzen verpasst. Er hat so schöne große Zähne. Und jetzt muss er damit zum Zahnarzt. Zum Zahnarzt? Der Drache? Ganz bestimmt nicht. Trotzdem, vielen Dank, Orko. Ohne deine Hilfe wären wir kaum mit dem Drachen fertig geworden. Schwieriger wird es mit der magischen Kraft, die uns zur Landung gezwungen hat. Du glaubst, dass Skeletor Verbündete hier in den Mystic Mountains gefunden hat? Die unsichtbaren Gnome, die hier hausen sollen? Erstens hast du recht. Skeletor muss hinter allem Bösen stecken. Und zweitens gibt es hier in den Bergen Verbündete von ihm. Ich spüre es. Was für Verbündete, Orko? Die Gnome? Ich fühle, dass sie hier irgendwo sind. Und sie sorgen dafür, dass der Windrider und der Roadripper nicht fliegen? So ist es. Orko, du musst sie finden. Ich will gegen sie kämpfen. Das Zauberschwert wird sie vertreiben. Mit dem Schwert kannst du nicht gegen sie kämpfen, Eman. Nur Zauber kann die magischen Kräfte überwinden. Worauf wartest du dann noch, Orko? Befreie uns von Skeletors Verbündeten. Kein Problem, wenn's weiter nichts ist. O Orko aus dem Zauberland, reiche mir deine helfende Hand. Was ist das? Ein Gewitter. Dabei ist keine Wolke am Himmel. Schon wieder. Was hat das zu bedeuten? Oh, Eman, es tut mir leid. Es ist zu spät. Sieh doch. Der Windrider und der Roadripper, sie sind weg. Nein. Das darf nicht wahr sein. Sie können doch nicht einfach verschwunden sein. Wie ist das möglich? Ich weiß es genau. Hier an dieser Stelle hat der Windrider gestanden. Und jetzt ist er weg. Orko, kannst du mir erklären, was passiert ist? Leider ja. Ich glaube, Skeletors Verbündete sind doch stärker als ich. Ein kleines bisschen stärker. Nicht viel, aber immerhin. Nach
Nach dem Verlust von Windrider und Roadripper mussten sich He-Man, Man-at-Arms und Orko durch die Wälder bis nach Evian durchschlagen. Es war ein mühevoller und zeitraubender Weg, aber schließlich erreichten sie die Stadt in den geheimnisvollen Bergen. Stratos empfing seine Freunde in seinem Palast. Endlich seid ihr gekommen. Ich habe euch schon suchen lassen. Leider konnte ich euch nicht entgegenfliegen. In der augenblicklichen Lage kann ich Evian nicht verlassen. Stratos, wir wissen immer noch nicht, was passiert ist. Meine Frau Delora und meine beiden Kinder sind verschwunden. Skeletor und Trapjaw sind hier in Evian gewesen. Sie haben einen Ast vom Baum der sterbenden Zeit geschlagen und uns allen damit schweren Schaden zugefügt. Ich weiß nicht, welche Bedeutung dieser Baum hat. Der Baum hat Evian, meine Familie und mich geschützt, solange er noch gesund war. Aber jetzt hat er alle Blätter abgeworfen. Wir fürchten, dass er stirbt. Und nicht nur das. Die unsichtbaren Gnome werden aus den Bergen nach Evian kommen und die Stadt ins Elend stürzen. Das hört sich schlimm an, Stratos. Was können wir tun? Ja, Stratos, gib uns einen Hinweis. Wir würden dir gerne helfen. Der Angriff kam von Skeletor. Er hat das ungeheuerliche Verbrechen begangen und den Baum geschädigt, in dem von jedem Bewohner aus Evian ein kleiner Teil seiner Seele lebt. Verlass dich drauf. Wir werden Skeletor finden und ihn zur Rechenschaft ziehen. Wir müssten nur wissen, wo er ist. Wenn ich das wüsste, könnte ich mir vielleicht auch selber helfen. Ja, was gibt es? Stratos, ein Bote Skeletors ist da. Ein Bote von Skeletor? Wer? Was will er? Führe ihn zu mir. Ja, Herr. Ein Bote von Skeletor? Wer kann das sein? Starke Zähne, kleines Hirn. Starke Zähne? Kleines Hirn? Wie meinst du das, Orko? Das wirst du gleich selber wissen. Trapjaw. Es ist Trapjaw, der Leibwächter Skeletors. Stratos, ich bringe Grüße von meinem Herrn. Du wagst es. Du wagst es wirklich, hierher zu kommen? Das wirst du bereuen. Ich werde dir... Nein, nicht Stratos. Lass ihn in Ruhe. Er ist der Leibwächter des Bösen. Der übelste Schurke neben Skeletor. Er soll mir sagen, wo meine Familie ist. He-Man, warum musstest du ihn zurückhalten? Ich hätte ihm gerne gezeigt, wie stark ich bin. Du und stark? Haha, lächerlich. Du bist ein Nichts gegen mich. Ach, tatsächlich. Siehst du diese Nüsse hier? Ja, versuche dich nur an diesen Nüssen. Weißt du nicht, was das für Nüsse sind, du Narr? Es sind kosmische Nüsse, die der verstorbene Magier Elgin von den Sternen mitgebracht hat. Niemand kann sie aufbrechen. Niemand? Du kannst sie nicht zerbeißen, Trapjaw. Es ist unmöglich. Dann sieh her, Stratos. Siehst du? Ich nehme sie zwischen die Zähne. Das ist nicht möglich. Welche ungeheuerliche Kraft. Jetzt weißt du, Stratos. Greife mich niemals an. Es würde dir ergehen wie dieser Nuss. Trapjaw, was willst du von Stratos? Ich habe eine Botschaft für ihn, He-Man. Dann heraus damit. Was will Skeletor? Evian. Habe ich dich richtig verstanden, Trapjaw? Skeletor will meine Stadt... Er will Herrscher über Evian werden? Genau das. Er ist es leid, sein Reich im Dunkel der Tiefe zu haben. Er will diese Stadt. Von hier aus will er seine Macht ausdehnen. Das ist ja ungeheuerlich. Und was ist, wenn ich ihm Evian nicht gebe? Dann werden deine Frau und deine Kinder nie wieder auftauchen. Wo sind Delora und die Kinder? Heraus damit, Trapjaw! Sie sind in den Händen der unsichtbaren Gnome. Irgendwo in den Bergen und selbst unsichtbar. Oder sind sie noch hier in Evian? Vielleicht gar im Palast? Nur die Gnome wissen das. Trapjaw? Ja, He-Man? Das war ein Volltreffer, He-Man. Du hast mich geschlagen, He-Man. Du hast es gewagt, mich zu ohrfeigen. Und dabei hat He-Man dir deinen stählernen Unterkiefer verbogen. Verschwinde, Trapjaw. Und richte Skeletor aus, dass er niemals Herr von Evian werden wird.
Niemals! Trapjaw hatte den Palast von Avian kaum verlassen, als ein Diener in den Palastsaal stürzte. Stratos! Herr! Was kommst du so einfach hier herein? Verzeih mir, Herr. Etwas Fürchterliches geschieht. Was ist los? Nun sag's schon. Die unsichtbaren Gnome sind in der Stadt, Herr. Die unsichtbaren Gnome? Das war zu befürchten. Heeman, Orko, Man-at-Arms, kommt! Heeman, dort! Das Haus brennt! Wir müssen etwas tun! Der Elektrowagen kommt auf uns zu! Und niemand sitzt am Steuer! O Orko aus dem Zauberland, reiche mir deine helfende Hand! Wüten die Mächte der Finsternis, ist die... Vorsicht! Mein Zauber kam zu spät. Ich konnte den Wagen nicht mehr retten. Sie zerschlagen die Fensterscheiben. Aber man sieht niemanden. Die Wasserleitung ist geplatzt. Stratos, wir müssen etwas tun. Wir müssen die unsichtbaren Gnome vertreiben. Jetzt sind sie bei der Planierraupe dort. Nein, die Raupe kommt hierher. Sie wollen den Palast einstürzen. Niemand, wir vertreiben sie. Wir müssen die Raupe von ihrem Weg abdrehen. Man-at-Arms, vorsichtig. Ich muss das Steuer. Was ist los? Jemand hat mich von der Maschine gestoßen, ein Unsichtbarer. Wir müssen die Raupe doch anhalten können. Man-at-Arms, hilf mir! Die Unsichtbaren, sie sind überall! Selbst ich habe sie zu Boden geworfen. Sie sind ungeheuer stark! Ich konnte sie mit meinen Händen fühlen, aber das Zauberschwert hat sie nicht getroffen. Es ist, als ob sie da wären und doch wieder nicht. Es ist still. Sie sind weg. Die Gäste sind verschwunden. Was ist nun los? Stratos, kannst du mir erklären, was geschieht? Ich glaube, sie sind weg. So plötzlich? Sie sind tatsächlich weg. Aber sie werden wiederkommen. Soldaten, löscht die Feuer! Sorgt für Ordnung in Avian! Die Gnome aus den Mystic Mountains. Wie unheimlich, wie unerfreulich. Was für eine böse Gesellschaft hat Skeletor sich da verschafft. Stratos, kannst du es mir erklären? Komm, bitte kommt in den Palast. Ich muss mit euch reden. Stratos wurde seiner Erregung nur mühsam Herr. Die unsichtbaren Gnome hatten einen ungeheuren Schaden in Avian angerichtet. Und das in nur wenigen Minuten. Was würde geschehen, wenn sie länger blieben? Ein paar Stunden oder Tage? Heeman, möchtest du noch etwas trinken? Nein, danke, Stratos. Aber ich möchte noch etwas Wein. Ein Fingerhut voll. Stratos, bitte sage uns, was wir gegen die unsichtbaren Gnome tun können. Nichts. Nichts? Beherrscher der Lüfte? Das kann ich mir nicht vorstellen. Es muss eine Möglichkeit geben, Stratos. Es gibt auch eine. Der Wein ist köstlich. Köstlich. Orko, du weißt, wie wir die Gnome bekämpfen können? Heraus damit. Ich muss es wissen. Nein, Orko. Sei still. Du weißt es also auch, Stratos. Nun sag's schon. Oder willst du deine Familie und deine Stadt verlieren? Du kannst doch nicht helfen, He-Man. Es ist unmöglich. Vielleicht doch. Also rede schon. Also gut. Genau 1998 Schritte vom Baum der sterbenden Zeit entfernt liegt ein großer, runder Stein. Er ist so hoch wie du. Vielleicht noch ein wenig höher. Tja. Und? Was ist mit diesem Stein? Zwei Schritte
trennen ihn von einem stählernen Pfahl, der niemals einen Schatten wirft, ganz gleich wie die Sonne steht. Weiter, Stratos, weiter! Damit fehlen zwei Schritte, die der Stein eigentlich vom Baum der sterbenden Zeit entfernt sein sollte. Der Stein müsste die Stahlsäule berühren. Aha, ich verstehe. Irgendwann einmal hat also jemand den Stein bewegt und von der stählernen Säule weggerollt. So ist es. In grauer Vorzeit, als die Riesen aus der Wüste der Zeit noch lebten, hat einer von ihnen diesen Stein weggerollt. Dann schieben wir ihn eben wieder zurück. Der Stein darf nur von einem einzelnen Mann bewegt werden. Na schön. Ich mache es. He-Man, mein Freund, das haben schon viele Männer versucht. Sie alle wollten den Stein auf die magische Doppelmeile bringen, weil durch sie die Stadt vor den Gnomen geschützt werden kann. Aber es hat noch keiner geschafft? Nein. Wer den Stein berührt, dann aber nicht bewegen kann, stirbt auf der Stelle. Dann ist Evian also schon lange schutzlos den Gnomen ausgesetzt. Nein, Man-at-Arms. Der Baum der sterbenden Zeit hat den Schutz übernommen. Nun aber hat Skeletor den Baum verletzt. Damit hat er die Stadt den Gnomen geöffnet. Ich werde den Kampf mit dem Stein aufnehmen. Nein, He-Man, es ist zu gefährlich. Ich kann das nicht zulassen. Es bleibt dabei. Fangen wir gleich an. Bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Zauberkraft. He-Man ließ sich von seinem einmal gefassten Entschluss nicht mehr abbringen. Er wusste, es gab nur diese Möglichkeit, Alien zu retten. Zusammen mit Stratos, Man-at-Arms und Orko verließ er den Palast. Stratos führte ihn zu dem Stein. Die Bewohner von Alien strömten von allen Seiten herbei. Obwohl ihnen niemand etwas gesagt hatte, wussten sie Bescheid. Ruhe! Seid ruhig, Leute! He-Man will den Stein bewegen und er wird es schaffen, wenn ihr ihn nicht stört. Jemand hat mich gestochen! Es sind die Gnome! Sind sie da? Ruhig, Leute! Ruhig! Helft, He-Man! Seid still! Zur Seite, Stratos, bevor es zu spät ist. Willst du es wirklich wagen? Ich muss. Aber helft mir und seid leise. Leise! Seid leise! He-Man! Still, Man-at-Arms! Ich versuche es. Jetzt. Der Stein rührt sich nicht. He-Man verliert das Spiel. Der Stein ist zu schwer. He-Man schafft es. Der Stein bewegt sich. Er schafft es. Seht, was er für Muskeln hat. Was für ein Held. He-Man, nur noch ein paar Zentimeter. Ja. Gleich, He-Man. Gleich. Nur noch einen Zentimeter. Jetzt. Das war fantastisch. Herzlichen Glückwunsch. He-Man, wir danken dir. Eine solche Leistung hat noch nie ein Mensch vollbracht. Ich war es nicht allein, Stratos. Es war der Geist von Grayskull, der mir geholfen hat. Erleichtert über diesen Triumph kehrten Stratos, He-Man, Orko, Man-at-Arms und Battlecat in den Palast zurück. Alien ist gerettet, He-Man, und das verdanken wir nur dir.
Du hast den Stein bewegt. Es war großartig. Jetzt können die unsichtbaren Gnome die Stadt nicht mehr betreten. Ich bin ebenso froh wie du, Stratos. Aber dennoch haben wir noch nicht genug erreicht. Delora und deine Kinder sind noch immer verschwunden. Du hast recht, Heeman. Wir müssen sie finden. Wir müssen. Ich kann an nichts anderes mehr denken als an das. Aber wie? Wenn ich nur wüsste, wie? Skeletor muss uns verraten, wo sie sind. Gute Idee, Orko, aber wo ist Skeletor? Wir haben einen Fehler gemacht. Wir hätten Trapjaw nicht aus den Augen verlieren dürfen. Er hätte uns zu Skeletor geführt. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Stratos, Beherrscher der Lüfte, fliege hinaus auf das Land. Irgendwo muss Trapjaw sein. Ja, ich fliege. Und wenn ich den Leibwächter des Bösen gefunden habe, verfolge ich ihn bis zu Skeletor. Aber nicht doch, Stratos. Das kann ein anderer viel besser. Er bewegt sich völlig lautlos. Huch, du meinst mich? Ja, ich meine Orko. Du wirst Trapjaw verfolgen, wenn Stratos ihn gefunden hat. Aber nun, Stratos, beeile dich. Trapjaw darf uns nicht entkommen. Du hast recht, Heeman. Ich werde die Augen offen halten. Wartet hier auf mich. Er ist einfach zum Fenster rausgeflogen. Nicht schlimm. Er ist fast so gut wie ich. Oh, der berühmte Zauberer von Trona. Etwa eine halbe Stunde verstrich, dann kehrte Stratos zurück. Stratos kommt zurück! Stratos kommt! Tatsächlich. Hoffentlich weiß er, wo Trapjaw ist. Stratos, hast du Trapjaw gefunden? Nun red doch schon, Stratos! Und ob ich ihn gefunden habe? Der Leibwächter des Bösen ist auf dem Weg in die Berge. Warum lachst du, Stratos? Das will ich dir sagen, Man-at-Arms. Trapjaw bleibt immer wieder stehen und schlägt das Kinn gegen die Felsen. Er schlägt das Kinn gegen die Felsen? Warum das denn, Stratos? Weil ihm He-Man mit seinem Hieb den Stahlkiefer verbogen hat. Jetzt will er ihn offenbar richten. Er mag sich nicht so zeigen. Wo ist Trapjaw jetzt? 10 Meilen von der Stadt entfernt. Er nähert sich der finsteren Schlucht. Dort gibt es viele Höhlen. Ich vermute, dass Skeletor sich in einer von ihnen versteckt. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Ich bin bald zurück. Bis später. Orko hat sich zu Trapjaw gebeamt. Wir müssen warten, bis er zurück ist. Und dann, He-Man? Sobald wir wissen, wo Skeletors Versteck ist, brechen wir auf und stürmen die Höhle. Skeletor soll ein für allemal begreifen, dass ihm Avian niemals gehören wird. He-Man, Man-at-Arms, Battlecat und Stratos warteten. Ihre Gedanken kreisten um Delora und die Kinder. Wo mochten sie sein? Niemand wusste eine Antwort auf diese Frage. Eine Stunde verstrich. Dann endlich kehrte Orko zurück. Orko! Orko ist zurück. Orko, erzähle, wo ist Skeletor? Wo versteckt er sich? Nicht so ungeduldig, nicht so stürmisch. Ich komme ja gar nicht dazu, euch von meinen Heldentaten zu erzählen. Ich, der große Zauberer von Trolan, habe... Orko! Ja, He-Man? Orko, es geht um Delora und die Kinder. Jede Sekunde ist kostbar. Wir werden uns also bei anderer Gelegenheit anhören, zu welch großartigen Leistungen du fähig bist. Ja, He-Man, werden wir. Also ich, Orko, der große Zauberer... Orko! Also gut, He-Man. Du kannst deinem aber auch jeden Spaß verderben. Wo ist Skeletor? Skeletor? Ach, der. Ja, der ist in einer Höhle in der finsteren Schlucht. Ich habe gehört, wie er gesagt hat, dass er seinen Stützpunkt am oberen Ende der schiefen Bahn eingerichtet hat. Am oberen Ende der schiefen Bahn? Ist das wahr, Orko? Ja, das hat er gesagt. Die Gnome wollten es so. Sie haben sich in die Tiefe zurückgezogen, um sich von ihrer Niederlage zu erholen. Die schiefe Bahn? Das ist eine glatte Röhre. Wer da hineingerät, ist verloren. Er rutscht unweigerlich ab und niemand weiß, wohin er verschwindet.
Kommt, Freunde. Skeletor wird seine schwärzeste Stunde erleben. Wir werden ihn und seine Helfer beseitigen. He-Man, Battlecat, Man-at-Arms, Stratos und Orko brachen sofort auf. Und schon bald erreichten sie den Eingang zu einer Höhle. Hier, dies ist der Zugang. Vorsicht, da kommt Trapjaw. Beastman und Treeclops sind auch da. Kämpft sie nieder. Das wirst du noch bereuen. Du solltest dir den Kiefer wieder einrenken lassen, Trapjaw. Ich erschlage dich. Ich töte dich. Da musst du mich erst mal treffen, Trapjaw. Richte deinen Waffenarm besser aus. Skeletor, da ist Skeletor. Jetzt seid ihr mir in die Falle gegangen. Dies ist euer Ende. Wart ab, Skeletor. Hier, mein Schwert. Skeletor, ihr müsst zurück. Ja, zurück mit euch. Weiter zurück. O Orko aus dem Zauberland, reicht mir deine helfende Hand. Lasst ab von euren Wahnkämpfen. Freunde, was reimt sich auf Wahn? Ich weiß es nicht, doch, Bahn, Schiebebahn. Oh nein, es ist zu spät. Da ist die Schiebebahn. Sieh doch, eine glatte Röhre, die in den Untergrund führt. Drängt Skeletor hinein, Trapjaw, Beastman und Triklops auch. Los, Freunde, werft sie hinein. Wehrt euch, kämpft, schlagt sie zurück. Gute Reise, Trapjaw. Und für dich auch, Beastman. Jetzt Skeletor und Triklops hinterher. Los doch! Zögert nicht, schickt sie in die Tiefe. Ja. So ist es. Juhu, wir haben gewonnen! Die sind wir endgültig los. Wir werden sie niemals wiedersehen. Wer weiß, wo die schiefe Bahn endet? Ganz sicher in der Hölle. Dort, wo Skeletor zu Hause ist. Im Triumphzug kehrten Stratos, He-Man, Battlecat, Man-at-Arms und Orko nach Evian zurück. Die Kunde von ihrem Sieg verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Es heißt He-Man! Ruhe, Freunde! Bitte Ruhe! Ja, ihr habt recht. Wir haben gewonnen. Skeletor hat endgültig verloren. He-Man hat Evian gerettet. Ruhe, bitte Ruhe! Vergesst bitte nicht, dass Delora und meine Kinder noch immer nicht wieder zurück sind. Wir haben sie in den Bergen nicht gefunden. Das konnten wir auch nicht, denn sie sind hier. Was sagst du da, Orko? Delora und die Kinder sind hier? Ja, wo denn? Ich sehe sie nicht. Ich spüre ihre Nähe. Ganz deutlich. Orko, Zauberer von Trulan, hilf ihnen, zu uns zu kommen. Ich will es versuchen, Stratos. Es ist natürlich schwierig, ungeheuer schwierig. Es gehört das Können eines ganz großen Zauberers dazu. Das haben wir uns schon gedacht, Orko. Aber du bist ja der größte aller Zauberer. Ja. Wie wär's denn, wenn du endlich anfangen würdest? Anfangen? Oh ja, du hast recht. O Orko aus dem Zauberland, reiche mir deine helfende Hand. Delora und der Kinder zwei, ich rufe euch, kommt herbei. Juhu, ich, Orko, der große Magier, habe Delora gerettet und die Kinder. Delora! Stratos! Papa, Papa! Kinder! Ach,
Wie schön, euch wieder bei mir zu haben. Aber wieso wart ihr im Baum? Da waren wir die ganze Zeit. Wir haben versucht, mit euch zu reden, aber es ging nicht. Wir konnten rufen, so laut wie wir wollten. Niemand hat uns gehört. Es war, als wären wir in einer anderen Zeit gewesen. Das ist ja nun vorbei. Kommt, Delora. Kommt, Kinder. Kommt, Freunde. Wir feiern ein Fest. Wir feiern das größte Fest, das Evian je gesehen hat. Kommt, wir feiern! Seht doch! Der Baum schlägt auf!